Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog aus dem schönen Hamburg. Das Hamburger Derby, Hamburger SV gegen den FC St. Pauli. Ich bin gerade losgegangen, werde mich jetzt noch mit einem Kumpel treffen. Hier bei uns um die Ecke hat ein neues Café aufgemacht, das werden wir mal austesten. Und dann geht es weiter zum Spiel. Ich war heute Morgen schon beim Sport gewesen und Alter, um 11 Uhr, 12 Uhr schon alle mit ihren Trikots in der Bahn, im Bus und auf den Straßen. Und es sind echt so mega angenehme Temperaturen heute in Hamburg, richtig geil. Hier bin ich übrigens aufgewachsen und wohne auch immer noch hier in der Nähe, in Hamburg-Farmsen. Hier hat wohl ein neues, kleines Café eröffnet. Hallo Schein! Was geht, Digga? Wie geht's dir? Spaghetti-Eis mit einem schönen Cappuccino. Yes! Sieht ganz schick aus, der Laden. Das ist hier der Stadtteil Wandsbek in Hamburg. Wir werden hier gleich nochmal eine Kleinigkeit essen. Dann mache ich mich von hier aus auf ins Stadion. So, was essen wir, mein Lieber? Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Komm mal, eine Pizza oder Fischbrötchen. So, jetzt wird hier noch so ein schönes Matthias-Filet-Brötchen gegönnt. Die Matthias-Stücke schmecken richtig gut. Richtig witzig eben, in dem Laden, wo wir gerade Fisch gegessen haben, hat der Verkäufer ihm hier, dem Tipp-Experten, 20 Euro in die Hand gedrückt, dass er bitte für ihn tippen soll. Jetzt nochmal als Erfrischung ein Bubble Tea. Guten Durst. Danke, Bruder. Was für ein herrliches Wetter in Hamburg, Alter. Der Kollege immer am Kaffee trinken, immer am Kaffee trinken. So, mein Lieber, ich gehe dann los. Danke fürs Mitkommen. Bis dann. Hau rein, Bruder. Ciao. Wir sind bei der S-Bahn-Station angekommen. Mega viel Polizeieinsatz. Auch die S-Bahn hatte so eine riesen Verspätung. Was für ein Wetter heute. Richtig geil. So, damit ich jetzt nicht so doll aus der Reihe tanze, wollte ich mir noch einen Matchday-Schal holen. Den haben sie allerdings nicht mehr. Die sind alle ausverkauft. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal einen Hamburg-Schal hier mit. Ich habe mir jetzt noch zumindest einen Hamburg-Schal besorgt, weil die Matchday-Schals waren einfach schon alle vergriffen und ich finde, das ist schon echt respektlos, gerade auch noch als Bayern-Fan hier undercover aufs Derby zu gehen, ohne irgendwie was anzuhaben. Deswegen heute ein bisschen Unterstützung. Nochmal zur Ausgangslage zu diesem Spiel. Der HSV befindet sich zurzeit auf dem 3. Tabellenplatz mit 53 Punkten und St. Pauli auf dem 5. Platz mit 47 Punkten, quasi 6 Punkte dahinter. Sollte der HSV gewinnen, haben sie diesen 3. Platz schon so gut wie gefestigt, zumindest den Relegationsplatz. Sollte aber der HSV verlieren, dann holt sich St. Pauli 3 enorm wichtige Punkte und ist auf 3 Punkte am HSV dran. Und wir sind da, Leute, der Hamburger Volkspark. Was für ein wunderschönes Stadion. Und das bei über 20 Grad Außentemperatur. Herrlich. Das Stadion ist übrigens auch Austragungsort der EM 2024 und eins von zwei Stadien mit dem Berliner Olympiastadion, das den Namen behalten darf. Die anderen werden alle zur EM extra umbenannt. Hier, Polizeipferdchen auch am Start. Boah, das darf jetzt nicht wahr sein. Jetzt muss ich einmal komplett ums Stadion rumlaufen, um zu meinem Block zu kommen, weil ich ja direkt neben den Gästen sitze. Und da war so ein riesen Polizeiaufgebot und einige St. Paulianer haben den Verkehr aufgehalten. Deswegen muss ich jetzt einmal rumlaufen. Alter Schwede, ich bin drin im Stadion. Hier sind die St. Pauli-Gäste. St. Pauli Block. Zieht euch mal die Choreo rein. Richtig geil. Wahnsinn. Magic Ludovic.
Was geht denn hier ab, ey? Wie geil sieht das aus? Der HSV in Rot und Weiß gegen den FC St. Pauli in komplett Braun. Das Spiel läuft bereits. Ich muss sagen, St. Pauli spielt bis jetzt besser, haben auch die klareren Torchancen. Jetzt! Ja! Oh! Was für eine Riesenmöglichkeit! Um Gottes Willen! 1-0 Pauli! Pauli führt 0-1. Da geht jeden Moment los, 1-1 steht es. Sogar noch ein bisschen schmeichelhaft für den HSV, aber das Tor war eine absolute Bombe. Richtig gerade. Und jetzt kommen die Mannschaften zurück für die zweite Halbzeit. Derby. Oh, jetzt werden schon wieder Raketen geschossen. Raketen, Alter. Bam, 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 bam. Alter. Wir werden direkt Raketen neben uns geschossen. Raketen sind ja echt gang und gäbe im HSV-Stadion. Schon das letzte Mal, als ich hier war, bei Holstein Kiel. Ah, zieht euch das mal rein. Jetzt sieht man einfach gar nichts mehr. So, und das Spiel läuft endlich wieder. Die haben da unten, glaube ich, 10, 15 Minuten gewartet. Thank you.
schon. Unglaublich. 3, 4, 7 Tore schon. Das Spiel ist zu Ende, Alter, ich kann nicht mehr. Diese Atmosphäre war einfach komplett ansteckend heute. Und ich habe es damals nach dem Kiel-Spiel gesagt, ich bin wieder hier gegen St. Pauli und hoffentlich sehen wir dann ein paar Tore. Und direkt heute 7 Stück, 4-3 für den HSV. Bitte, bitte lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ja, ich bin sprachlos. Also Leute, haut rein, lasst noch ein kostenloses Abo da, um den nächsten Vlog nicht zu verpassen. Und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und eine gute Nacht. Haut rein.